Mit Resistance 3 schicken uns die Entwickler von Insomniac Games zurück in den Überlebenskampf der Menschen gegen die übermächtigen Aliens. Im Jahr 1957 ist die Menschheit am Ende. 90% der Erdbevölkerung ist tot. Der kümmerliche Rest wird von den Chimera als Biomaterial für ihre Brut genutzt. Nur noch wenige Grüppchen versprengter Widerstandskämpfer stellen sich den Invasoren in den Weg. Insomniac Games zeichnet mit dem dritten Teil der Ego-Shooter-Serie ein düsteres Szenario auf den Bildschirm. Hier gibt es keinen Silberstreif mehr am Horizont, keine stolzen Krieger und mutigen Helden, nur ein letztes Aufgebot von Guerillakämpfern. Die aus Resistance 2 bekannte Welt, in der die Invasion der Aliens gerade erst begann, hat sich zu einem wahren Albtraum in großteils ausgewaschenen Farben gewandelt. Der Held in Resistance 3 ist der Ex-Sentinel Joseph Capelli. Er kämpft mit seiner Frau und seinem Sohn ums Überleben. In der Mission The Hunt macht er Jagd auf die Chimera. Anders als in den ersten bewegten Bildern, die in der Kleinstadt Haven spielten, sind wir dieses Mal bei Nacht unterwegs. Hier tauchen zum ersten Mal die Scharfschützen auf, die sich unsichtbar machen können und nur durch den Laserpointer ihrer Waffe zu erkennen sind. Im Gegensatz zu den Vorgängern spielt ihr dieses Mal keinen Supersoldaten. Das wirkt sich auch auf eure Lebensenergie und vor allem auf die Regeneration aus. Wenn ihr Schaden nehmt, müsst ihr diesen mit herumliegenden Paketen wieder ausgleichen. Auch das Waffenrad aus dem ersten Teil holt Insomniac wieder zurück. Auf Knopfdruck pausiert ihr das Spiel, wählt mit dem Analogstick eine Knarre aus und ballert danach fröhlich weiter. Außerdem gibt es auch erstes Bildmaterial zum Multiplayer in Resistance 3. Auf der Mehrspielerkarte Seaside kämpfen zwei Teams um die Vorherrschaft in einem kleinen Dörfchen. Für abgeschossene Gegner erhaltet ihr, wie in Call of Duty oder Homefront, Erfahrungspunkte und steigt dadurch im Level auf. Außerdem treibt ihr so das Punktekonto eures Teams nach oben, um die Schlacht für euch zu entscheiden. Dafür stehen euch alle coolen und kreativen Waffen wie Marksman und Bullseye-Gewehr aus der Hauptkampagne zur Verfügung. Ebenso wie in der Singleplayer-Kampagne, in der sich eure Waffen automatisch verbessern, je häufiger ihr sie nutzt, erwarten wir, dass ihr die Wummen im Multiplayer-Modus aufrüsten könnt. Grafisch hebt sich die Mehrspielerkarte etwas von den Szenen, die bisher aus der Hauptkampagne bekannt sind, ab. Hier geht es zunächst einmal am Tag zur Sache. Außerdem ist mehr Farbe im Spiel. Die Rasenflächen werden von einer Straße getrennt, an den Steinfassaden der Häuser wächst Moos und an den Metallplatten der Scheunen setzt Rost an. Die zweite bekannte Karte, Train Yard, ähnelt der Atmosphäre der Kampagne schon mehr. Hier kämpft ihr im Team Deathmatch auf einem alten Bahnhofsgelände, das durch den Krieg zwischen Menschen und Aliens einer Ruine gleicht. Verrostete Autos, ein abgestürztes Mutterschiff der Invasoren und andere Überreste des Krieges zeichnen ein düsteres Endzeit-Szenario. Die dichte Atmosphäre und das neue, düstere Design von Resistance 3 passen wunderbar zum Setting. Der Multiplayer-Modus sieht zwar spaßig aus, bietet auf den ersten Blick aber wenig Neues. Die kreativen Waffen von Resistance könnten hier aber den Unterschied machen. Ob ihr diese dann auch in 64-Mann-Gefechten nutzen könnt, hat Insomniac noch nicht verraten. Sicher ist aber, dass es einen Online- und einen Splitscreen-Koop-Modus geben wird, in dem ihr euch mit einem Kumpel auf Alien-Jagd begebt. Resistance 3 wird Anfang November dieses Jahres erscheinen.